So, Achtung für die Regie. Wir fangen an in 3, 2, 1 und dann komme ich ein bisschen näher. Wir befinden uns auf der Bahn. Es ist nicht mehr lang und dann startet der Henkelpreis der Diana, das Stutenderby 2020. Und wir wollen die Bahn noch ein bisschen vor diesem großartigen Rennen kennenlernen mit dem zweifachen deutschen Jockey-Champion und das ist Alexander Pietsch. Alex, servus erstmal. Hallo Thorsten. Man stellt sich jetzt kurz die Frage, oder ich stelle mir die Frage schon seit längerem, gibt es für dich eigentlich einen Spitznamen? Also Pietschi ist, Leute, die mich schon länger kennen, nennen mich Pietschi. Also das ist nur so ein Begriff aus der Schulzeit. Ansonsten Alex. Also Pietschi, ich bleib mal dabei, zumindest zwischendurch. Und ich komme ein bisschen neben dich, Alex. Du hast großartige Pferde geritten, du hast Wild Chief unter dir gehabt, du hast weit über 1100 Siege im Rennsattel errungen. Jetzt, wenn du dir diesen Preis der Diana anschaust, ist das, wie wir immer sagen, ein ganz besonderes Rennen oder ist es für euch Jockeys ein Rennen wie jedes andere? Nein, es ist schon was Besonderes. Es ist ja Gruppe 1, Stutenderby, wie es schon heißt, es wird nur einmal gelaufen. Da drinnen mitzureiten, kann man schon stolz sein. Und wenn man ein Pferd mit Chance besitzt, ist eine Riesensache. Du selbst warst in diesem Stutenderby schon mal Dritter mit Amona, ja, und wirst uns jetzt die Strecke zeigen. Wir befinden uns hier an der Startstelle. Auf was achtet man hier? Ja, es ist eine schwierig zu reitende Bahn Düsseldorf. Wir laufen ja 16 Pferde heute. Und man hat, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, ja nur 200 Meter Zeit, um sich einzuordnen und eine gute Position zu finden. Und hat in dem Fall wirklich nur ein paar Sekunden Zeit, die Entscheidung zu treffen. Und das muss man aufs Pferd hören, die Gegner beobachten. Das ist so wirklich eine angespannte Situation. Dass man auch gut von der Startmaschine wegkommt und dann die richtige Entscheidung trifft. Mit wie viel Geschwindigkeit geht ihr auf den ersten Bogen zu? Ja, wir messen das ja neuerdings immer. Das ist immer so mit 55 km/h gehen wir auf den Bogen. Und da muss man dann ein Pferd auch gut unter Kontrolle haben, weil es geht dann leicht bergab. Und da holen die Pferde gerne Schwung. Und dann gibt es meistens auch mal ein bisschen Unruhe auf die Ecke. Dann würde ich vorschlagen, du reitest voraus, ich reite hinterher. Alexander Pietsch, zweifacher deutscher Champion 2015, 2017. Er zeigt uns den Kurs für das Stutenderby. Bis hierhin, an dem Punkt, wo ich mich als Reiter entschieden habe, wo ich mich einsortiere. Ob ich vorne gehe, zweite, dritte Stelle, weil gleich wird man sehen, die Bahn geht leicht nach Berg runter. Und entsteht immer so ein bisschen Unruhe hier um die Ecke rum. Einige Pferde versuchen nach außen zu tendieren, bis die Jockeys so ihre Position eingeordnet haben. Jetzt sind wir schon wieder Berg runter. Jetzt hat sich meistens das Feld schon beruhigt und jeder hat seine Position eingenommen. Oh, oh, Nils. Oh, oh, oh. Alex, jetzt sind wir gerade durch den Bogen geritten. Ja. Und da ging es den Berg jetzt ein bisschen runter, du hast es gerade gesagt. Hm? Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, auf was achtet ihr da? Ja, das Pferd, muss man dazu sagen, unter sich selber reitet man automatisch aus dem Bauch raus, das fühlt man. Man beobachtet die Gegner. Wer hat Probleme? Wie ist die Geschwindigkeit des Rennens? Ist es langsam gelaufen? Muss ich mir eine bessere Position suchen? Ist es schnell? Kann ich mir Zeit lassen, um mir auf der Gegenseite noch das zu beobachten? Das sind so, hauptsächlich ist man mit den Gegnern beschäftigt, die im Auge zu haben. Was die machen mit ihren Pferden, um dass ich mich dann darauf einstellen kann oder darauf reagieren kann. Jetzt ist die Bahn nicht besonders breit. Inwieweit ist das schwierig? Das stört gar nicht. Es sind zwar 16 Stück, das ist nur an der Startstelle. Das dauert ungefähr 150 Meter. Dann haben die Pferde sich sortiert auf maximal 3 Stück Kopf-Kopf. Man versucht sich ja dann auch einzuordnen. Und dann spielt die Breite der Bahn gar keine Rolle. Und jetzt wollen wir natürlich hier den Berg runter. Ich zeig's mal einmal. So sieht's also aus, die Sicht der Jockeys durch die Ohren der Pferde unserer englischen Vollblüter. Pudding ist bereit, schnaubt schon. Und unser zweifacher deutscher Jockey Champion nimmt uns jetzt mit auf die nächsten paar hundert Meter. Ich würde sagen, wir freuen uns gleich auf den Berg, oder? Ja, wir sind jetzt hier an der 1400 Meter Stelle im Prinzip. Hier ist 1400 Meter Start. Und wir galoppieren bis kurz vorm Berg, um die Optik euch nochmal zu zeigen, wie stark das Berg hoch geht, nochmal kurz vorm Finish. Gut, und los. Okay, ab.
Ah, es macht Spaß, mit dir hier eine Runde zu drehen. Vici, jetzt haben wir den Berg. Ich zeig den mal einmal. Hier sieht man nochmal, wie das ungefähr nochmal 150 Meter richtig berghoch geht, bevor es dann in die entscheidende Phase des Rennens geht. Wenn man oben auf dem Berg ist, sind ungefähr noch 600 Meter und dann die gerade anbiegen 500 Meter, dann fächert sich das auf und dann muss man sich eine Lücke suchen und dann geht es vorwärts. Wie ist es mit der Kommunikation bei so einem wichtigen Rennen unter euch? Ihr steht alle unter Strom. Fallen da auch mal ein paar deutliche Worte? Nein, es wird ganz wenig gesprochen im Rennen. Nur gibt es manchmal ein Signal, wenn ein Reiter in Schwierigkeiten gerät, dann wird man von hinten mal angesprochen. Oder Alex oder so. Ansonsten ist Ruhe im Rennen. Wenn wir jetzt diesen Berg hier sehen, das ist durchaus ein Entscheidungskriterium für viele Pferde, die den noch nie gegangen sind. Würdest du sagen, ist es immer ein Vorteil, wenn eine Stute diesen Rennverlauf hier schon mal erlebt hat? Ja, es hat sich gezeigt in der Vergangenheit durch Pferde, die schon Bahnkenntnis haben, doch schon einen kleinen Vorteil haben, auf jeden Fall. Und du bist ein alter Taktikfuchs. Gibt es Möglichkeiten, die Kollegen auch mal ein bisschen zu überraschen? Ja, die Schlüsselstelle ist hier. Hier sollte man eigentlich sein Pferd nochmal Luft holen lassen und nicht gerade Position gut machen. Oder wenn außen dich jemand drückt, das mitmachen. Hier eigentlich lieber dein Pferd nochmal in Ruhe lassen. Es ist nochmal eine anstrengende Phase, berghoch zu stiefeln als Pferd, bevor es losgeht. Und du musst nochmal kurz vorm Speed oder bevor du dann alles aufdeckst, dein Pferd irgendwie noch mal ein paar Sekunden verschnaufen lassen. Und das ist möglich auf dem Berg hier. Wenn man das als Reiter hinkriegt, hat man da oben noch ein bisschen mehr in der Hand. Dann schauen wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Wir galoppieren an am Berg. Du voraus. Okay, ab. Und hoch. So, jetzt sind wir in den Graden. Warte, wir müssen geschehen. Oh. So. Die Gerade, jetzt wird spannend. Jetzt hörst du normalerweise tausende Zuschauer schreien. Ja. Und was machst du jetzt? Ja, jetzt fächert meistens das Feld offen. Je nachdem, wo man liegt, ob man innen angreifen oder nach außen ziehen muss, wenn die Spuren versperrt sind. Hier an dem sogenannten Überweg nochmal schön das Pferd am Kopf haben, dass es nicht die Beine wechselt oder drüber springt. Das ist nochmal entscheidend. Ja, und dann spätestens nach dem Überweg geht's los. Dann haben wir nur noch 350 Meter. Ist nicht mehr viel Zeit. Dann wird es meistens eng. Und wie schnell werdet ihr dann? Bis 65 km/h hoch. Also die Gruppepferde gehen schon 65, ist knapp an die 70. Mal schauen, wie schnell Pudding jetzt wird. Wir reiten ins Ziel. Okay. Und du wieder voraus. Okay, alles. Ab jetzt. Leicht an die GoPro stehen zu halten. Aber wir versuchen es.